Jugend macht MINT, kurz JUMAMI. Wir sind das Bildungsbüro des Landkreises Stade, der Composites United e.V. und die Hochschule 21. Gesponsert wird das Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Train the Trainer. Dieses Konzept wird bei uns im Cluster großgeschrieben, denn wir arbeiten eng mit den Jugendpflegen des Landkreises Stade zusammen und machen die Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger fit in MINT-Themen. Nach dem großen Zuspruch im Jahr 2021 gab es auch 2022 wieder einen Experimente-Workshop. Die Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger lernten unterschiedliche MINT-Experimente kennen, sie bauten Raketen oder zauberten in wenigen Minuten Eiscreme. Mit den Anleitungen für die JUMAMI-Experimente ausgestattet, bieten sie die Experimente nun eigenständig in den Jugendhäusern des Landkreises Stade an. Für den großen JUMAMI-Roboter-Wettbewerb im Sommer 2022 gab es für die Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger natürlich auch einen Train-the-Trainer-Workshop. Sie lernten die Basics im Programmieren und alles, was es zum Bauen eines autonom fahrenden Roboters braucht. Etwa ein halbes Jahr tüftelten die Teams aus Kindern und Jugendlichen fleißig an ihren Fahrzeugen. Dabei standen ihnen bei Bedarf immer Mechatronik-Studierende der Hochschule 21 als Mentoren zur Seite. Am 4. Juli 2022 war es dann soweit. Beim großen Roboterwettbewerb traten 7 Teams gegeneinander an. Die Skatebeere, die schnelle Maus, die unschlagbare Natur und alle anderen Roboter fuhren autonom durch das Labyrinth, um am Ende einen Magneten zu finden. Die Zuschauenden konnten parallel über den Designpreis abstimmen. Am Ende konnten wir in freudige Gesichter bei der Preisverleihung blicken und auf stolze Kinder und Jugendliche, die sich schon auf den nächsten Wettbewerb freuen.